Am Abend dieses Freitags hat Eintracht Frankfurt die Verpflichtung des dänischen Rechtsverteidigers Rasmus Christensen abgeschlossen, der auf Leihbasis vom Leeds United kommt. Mit dieser Neuverpflichtung hat der Verein nun neue Optionen für die rechte Verteidigung. Neben seiner Hauptrolle als Außenverteidiger verfügt Rasmus über die Eigenschaften eines robusten und starken Verteidigers und kann auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Eintracht Frankfurt hat sich zudem eine Kaufoption für den Spieler gesichert. Die Ankunft von Christensen. Bei Eintracht Frankfurt könnte zum Abgang eines Spielers aus dem aktuellen Kader führen. Laut Informationen des Sky-Journalisten Florian Plettenberg erwägt der Verein, Aurelio Buter oder Junior Dina Ebimbe freizugeben. Der wahrscheinlichste Abgang ist Buter, der trotz seiner 20 Einsätze in den 32 Spielen der letzten Bundesliga-Saison nicht dauerhaft überzeugen konnte. Buter, dessen Marktwert auf 5 Millionen Euro geschätzt wird und dessen Vertrag noch 2 Jahre läuft, könnte eine beträchtliche Ablösesumme einbringen, zumal er vor 2 Jahren ablösefrei verpflichtet wurde. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, Dina Ebimbe zu verkaufen, da andere Vereine Interesse an dem 23-jährigen Franzosen haben. Wenn vorteilhafte Angebote eingehen, ist Eintracht bereit zu verhandeln. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.